Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft II Cast Nummer 2331. Wir machen weiter in der Gruppe B im Lowest Bracket. Haben da jetzt ein ZVZ-Matchup, das bisher nicht oft vorkam. Einfach weil so viele Terraner in den Gruppen unterwegs sind. Ja, und die Zergs hier, da haben wir einmal in Rot. Den Italiener beim Team Basilisk, das ist Rainer. Und der hat hier einen koreanischen Gegner. Der Zerg hier in Blau, das ist Solar. Und auch die beiden haben schon so manche Serie gegeneinander gespielt. Wir sind bei knapp 30 Serien. Das heißt, steht jetzt 14 zu 14 in Serien. Also genau 50-50 Win-Chance zwischen den beiden. In Maps ist es noch ein bisschen unterschiedlicher. Da steht es 47 zu 43 für Rainer. Also kleiner Vorteil für Rainer. Aber wirklich minimal, vor allem eben in Serien, ist es ausgeglichen. Und die beiden schicken ihre Overlords raus, gehen auf das gleiche Opening mit Hedgeguard Pool. Hier auf Oceanborn, unsere ersten Karte. Ja, tatsächlich bei den beiden, deren erstes Aufeinandertreffen im Turnier war 2015 in damals der DreamHack Rocket Legacy of the Void Championship, weil da war Legacy of the Void gerade ein frisches Thema. Und das war mehr oder weniger das erste größere Turnier, glaube ich, von Legacy of the Void. Und das hat Solar tatsächlich gewonnen, das Turnier. Also da hat auch entsprechend Solar die Serie gewonnen, aber da war Rainer damals 13 Jahre alt, als er da teilgenommen hat. Also seitdem ist einige Zeit vergangen. Rainer hat sich da in der Zwischenzeit einen Weltmeisterstitel geholt. Beide sind den ganzen Jahre mit dabei, auch die ganze Zeit oben mit dabei. Und hier müssen sie jetzt gegenseitig ausschalten, um weiterzukommen. Da sich beide hier bereits im Lowest Bracket befinden. ZVZ kann eine sehr wilde Angelegenheit werden, kann aber auch tatsächlich sehr strukturiert ablaufen. Also ein Matchup mit vielen Variablen, was wir da bekommen können. Und ja, kartentechnisch, wir haben eben jetzt hier den Start auf Oceanborn. Denn erster Bann, der ging an Solas, der hat Ghost River rausgenommen, dann hat Rainer Post Youth entfernt. Solas zweiter Bann war Alcyon und Rainer dann mit dem letzten Bann in der Runde war noch Dynasty. Und somit verbleibt uns dann Crimson Court, Amphion, Side Delta und Golden Aura als die anderen vier Karten für unseren Map Pool. Dritte Basis kommt auch auf beiden Seiten, die Linke ist schon da, um da dran zu knabbern. Einfach um den Gegner ein bisschen auf die Nerven zu gehen, vielleicht eine kleinere Reaktion zu erzwingen. Und man sieht, Baning Nest kommt auch bei beiden Seiten. Wir sind weiterhin gespiegelt, die Timings sind ein bisschen verschoben schon. Und zwar zugunsten von Rainer tatsächlich, der ist ein Hauch schneller. Aber das ist ja ein minimales Thema, sollte sich nicht großartig auswirken bisher. Und jetzt werden dann wahrscheinlich auch die ersten Unterschiede kommen. Denn wer jetzt, ja, da haben wir auch den ersten Unterschied. Da wurde nämlich eine Queen gebaut für Solar. Rainer hat das gerade nicht. Rainer schwenkt jetzt auch gerade schon um auf Ling. Also Rainer plant einen Angriff mit Linkspeed und dem Baning Nest. Will da direkt den Link-Baning-Fight erzwingen. Wie man sieht, Link-Speed ist relativ ähnlich. Ein paar wenige Sekunden, die die beiden da trennt. Dritte Basis hilft dann in der Production von noch mehr Lingen. Overlord in Position, um das dann zu scouten. Und Solar darf jetzt halt nicht off-guard erwischt werden. Jetzt weiß es eh. Jetzt weiß er, was los ist. Jetzt braucht er zwingend Defensive. Morpht schon mal Baninge defensiv. Wenn das Rainer morpht Baninge offensiv. Hat ein paar Linge hier abgestellt. Solar schaut auch danach und findet die auch. Aber kann sie nicht alle stoppen. Einen kann er aufhalten, so wie es aussieht. Der wird auch noch gecancelt. Die anderen beiden Banes werden fertig. Und jetzt kommt halt die Masse. 18 Linge zu 4. Und dafür aber zwei Baninge mehr. Und natürlich die Queens, die man defensiv mit dabei hat. Zudem den deutlich kürzeren Weg für die Reinforcements. Also Verteidigervorteil ist im ZHZ durchaus ein Thema. Bei Linge nicht ganz so krass, bei Roach ist natürlich deutlicher. Roachhorn kommt nämlich gerade für Rainer. Er versucht jetzt hier Druck zu machen. Einmal Richtung Drones an der Natural, Richtung dritte Basis an der Natural. Wird fast was geknabbert. Die dritte kriegt ein bisschen Ärger. Die Baninge wollen da rein. Die wollen die gegnerischen Baninge hochjagen im besten Fall. Das ist ein Trade. Zwei Baninge für zwei. Die Queens sind low. Warten weit angegangen. Eine Queen fällt dann richtig mit angeknabbert. Die Linge warten aber weniger und Saula hält das Ding. Und hat trotzdem noch ein paar Drones mehr. Also soweit gute Defensive hier für den Zerg in Blau. Und Rainer switcht sofort auf die Roaches. Also hat überhaupt kein Interesse an mehr Economy, sondern will die nächste Welle nachlegen. Schickt hier nochmal einen Link durch. Sieht, dass der Gegner noch keinen Roach Warren hat. Da kommt aber einer. Und dafür ist aber ein Evolution Chamber da. Die erforscht jetzt plus 1 Missattacks. Und deswegen gibt es erstmal den Counterattack mit den Dingen hier. Und die schnappen sich eine Drone. Fast noch eine zweite. Dann sieht man, dass die Roaches jetzt da sind. Solar kann sich also zurückziehen und vorbereiten. Die Zeit sollte er haben. Roaches brauchen ein bisschen, bis sie über der Karte sind. Man sieht, dass die schleichen deutlich mehr als die Linge. Der Baning ist ja auch noch ein bisschen gefährlich. Die Linge versuchen, den möglichst kosteneffizient wegzubekommen, indem man einen Link drauf ansetzt. Aber der Baning überlebt das tatsächlich. Gut geschützt von Solar. 72 zu 62 Supply. Aber man sieht, Solar hat ein paar Drones mehr. Quetscht damit ein bisschen mehr Mining aus der ganzen Gelegenheit. Somit sollte sich sein Supply dann auch ein bisschen besser füllen. Und jetzt gibt es auch ein paar mehr Drones für Rainer. Beide bauen natürlich mehr Roaches. Das plus 1 wird sie aber dann auch voneinander trennen. Das Missile-Attacks-Upgrade. Ja, dass es bei Rainer nicht mal ja, am Start ist, weil er keine Evolution-Chamber hat. Solar bekommt dann nochmal weiteren Besuch.
einfach die Linge, die ständig reingeschickt werden, um zu scouten. Ja, beide rüsten weiter hoch. Mehr Army Supply. Man sieht, das schießt nach oben, sobald die Roaches wieder zukommen. Kein Vergleich zur Link-Phase. Die Roach-Phase geht im Supply deutlich mehr ab. Da kommt jetzt die Evolution Chamber für den Spieler in Rot. Das Mr. Tech für Solar ist fast fertig. Leertech haben wir natürlich auf beiden Seiten nicht. Das ist alles noch komplett Hatchery-Tech. Also niedrigste Tech-Stufe für den Zerg. Und beide pumpen einfach mehr Masse. Weitere Einheiten, weitere Linge werden ausgesandt, um zu scouten. Aber werden dann auch relativ schnell abgefangen. Es sind inzwischen doch viele Units hier, die diesen Link abfangen können. Und dann kommt dann doch die Transition auf eine höhere Tech-Stufe. Leertech unterwegs bei Rainer, Leertech unterwegs bei Solar. Ja, das Upgrade-Timing natürlich sehr verschoben. Tatsächlich wird Rainer da ein bisschen aufholen. Muss man bedenken, denn plus 2 kann erst angedrückt werden, sobald der Leertech da ist. Und derzeit steht eben die Evolution Chamber still. Theoretisch könnte Solar noch versuchen, Carapace zu erforschen, aber das ist ein Upgrade, das priorisiert man nicht so sehr. Indessen geht Rainer auf Overlord-Speed, hat mal kurz einen Angriff angetäuscht und läuft dann auch wieder rückwärts. Die Drones sind 60 zu 55, also Rainer hat es ein paar mehr rausgequetscht und hat jetzt tatsächlich mal wieder einen Mining-Vorteil. Versucht das also wieder aufzuholen. Man sieht, Solar hat währenddessen 10 Supply mehr. Also ein paar mehr Roaches sollten da auf dem Feld stehen. 27 zu 24. Und dazu noch 13 Linge für Solar. Wenn das Rainer hat keine Linge mehr. Der hat nur noch eine Roach-Army. Versucht auch gerade defensiv Spinecrawler zu bauen. Auch hier gilt, defensiv hat man die Queens mit dabei. Sind nur 3 Stück, aber besser als nichts. Und da gibt es aber den Morphids auf Ravager. Und Rainer quetscht nochmal ein paar mehr Drones rein. Auch Solar tröstet nochmal ein bisschen nach. Leertech ist jetzt auf beiden Seiten da. Und natürlich wichtiges Upgrade mit dem Leertech ist Roach-Speed. Mehr Geschwindigkeit endlich auf diesen Roaches. Dauert aber 80 Sekunden. Und hier mit den Ravagern kann man jetzt erstmal den Overlord jagen. Aber der hat Overlord Speed. Und entsprechend schwer ist er jetzt zu treffen. Overlord Speed kommt auch für Solar. Also keiner der beiden hat da Lust, dass ihm die Overlords gesniped werden. Geht mit dem Speed Upgrade deutlich besser zu. Damit kann man deutlich entspannter scouten. Man sieht das. Der Overseer haut auch den Turbo rein. Jagt mal über die ganze Base drüber. Stehen bleiben sollte er allerdings nicht. Das ist ungesund für ihn auf Dauer. Hier war ebenfalls der Overseer drin, hat die Basis auch wieder verlassen, wartet dann auf einen späteren Zeitpunkt, um zurückzukommen. Und zudem kann man Overlord Speed für Baning Drops nutzen, wie der Solar gerade auch verpackt, weil er hat ja noch die Banes, er hat noch die Linge dafür. Rainer kann wenn dann Roaches droppen, oder natürlich ein anderer Plan mit Roaches wäre dann Tunneling, Claws und Burrow. Das sieht man eben, dass Rainer in Sachen Missile-Attacks ein gutes Stück aufgeholt hat, aber trotzdem liegt er noch hinten. Was das Timing betrifft, Roach Speed Timing ist sehr, sehr ähnlich, die Masse wird immer noch größer. Wir nähern uns dem Max-Out. Nach der anfänglichen Link-Phase, da schleicht sich jetzt der Overlord an und versucht dann die Drones zu treffen. Das könnte ordentlich was in die Economy-Schaden geben. Ne, die Queens haben das sogar schon in Erwartung. Also Rainer ist vorbereitet. Klar, es ist an einem Overlord vorbeigekommen. Man sieht das. Ein Drop-Overlord sieht anders aus als ein normaler Overlord. Man muss halt darauf achten, was da gerade vorbeifliegt, weil es sind halt so viele Punkte in Bewegung auf der Minimap, dass es echt nicht unbedingt einfach ist, immer alles im Blick zu behaben, was sich hier bewegt. Und da haben wir mehr Bewegung mit der Hauptarmee. Da treffen die beiden sich an der Rampe. Will das Solar tatsächlich hochpushen? Gegen den Highground pushen ist immer ein bisschen schwieriger. Upgrade-Vorteil hat er hier nicht. Beide sind gleich in Upgrade. Er hat die bessere Position an und für sich. Allerdings ist seine Armee reagiert ein bisschen träger gerade. Ravager-technisch sind wir bei 6 zu 5. Also beide können fleißig spammen, was die Close of Bias betrifft. Die ersten Shots werden ausgeteilt. Die ersten Kills werden ausgeteilt. Wir haben ja 900 zu 1200 Resources lost. Und man sieht, gerade hat nur Rainer ein paar Roaches zerlegt. Solar hat gar keinen einzigen Kill bekommen. Er hat jetzt aber gerade nachgelegt mit den Bandingen. Und wie man sieht, der Schaden allerdings hält sich stark in Grenzen. Er hat die getroffen, aber es hat nicht gereicht für den Finish. Er hat den zweiten Banding gebraucht. Also die Drones haben das dann weggetankt mit dem Gesicht. Haben es aber überlebt. Also war kalkuliert, dass das funktioniert. Man bräuchte quasi Melee-Attacks als Zerg, um da den One-Shot zu schaffen mit den Baningen. Aber die beiden gingen ja direkt auf Missile-Attacks für die Roaches. Und beide gehen jetzt auch auf Tunneling Claws und Burrow. Also da wird noch mehr Aktionen kommen. Rainer hat jetzt auch seinen eigenen Drop-Overlord gemorpht, um das Geschenk des Drops mal zurückzugeben. Und zudem geht er auf beide Upgrades, also geht auf 2-1, wird dann einen kleinen Upgrade-Vorteil tatsächlich haben. Und er hat gerade Contamination. Er hat gerade kurz die Evolution Chamber geblockt. Da steht das Upgrade still. Da ist es. Genau. Mit dem Overseer, wenn er genügend Energie hat, kann er die Fähigkeit draufkotzen und dann bremst man den Gegner wirklich um einige Sekunden aus. Man sieht, das Fender holt währenddessen wirklich auf im Plus-2-Timing. Das ist ein Move, den haben wir von Savile schon sehr, sehr häufig gesehen. Dass eben, wenn der Overseer volle Energie hat, bis 125 braucht, das ist der teuerste Spell im Spiel. Währenddessen sind wir Roaches einfach reingegangen hier in die Base und jetzt gibt es Ärger in die Convi, währenddessen gibt es hier Ärger an der Front. Beide Seiten fighten an verschiedenen Stellen. Da kommt der Drop mit den Roaches. Nicht ganz so explosiv natürlich wie die Baninge. Trotzdem gefährlich für die Economy. 5 Drones down. Wenn das hier der Fight läuft weiter, Solar versucht an allen Ecken und Enden Druck zu machen. Jetzt kommt das komplette Upgrade-Paket für beide Spieler.
Und man sieht Missile Attacks. Bisschen Timing-Vorteil war es noch, aber in dem waren es jetzt 15 Sekunden plus 1, plus 2 für Solar. Jetzt ist Rainer da aber auch dran. Aber trotzdem hat er Schwierigkeiten hier mit den eingegrabenen Roaches, mit Tunneling Claws. Überall gibt es gerade Probleme. Jetzt selber hat überhaupt keinen Konter dafür unterwegs und muss sich irgendwie um diese ganzen Roaches kümmern. Drones halten sich noch recht gut am Leben, muss man sagen. Da sind noch nicht so viele draufgegangen. Das hätte bisher schlimmer kommen können. Da kommt die Masse wieder gegeneinander. Große Balls landen. Einige Roaches gehen drauf. Indessen die Roaches in der Basis werden immer weniger. In der Mainbase ist noch was. Da sind aber auch Roaches, um das abzuwehren. Overseer kommt mit dazu. Und damit sollte Rainer das in den Griff kriegen. Die Frage ist, kriegt er den Hauptfight in den Griff? Da wurde er gerade massiv zurückgedrängt. Beide pumpen massenhaft Roaches nach. Geld ist ja vorhanden. Beide sind schon eine Weile maxed out gewesen. Jetzt wird gegengedrückt mit den Reinforcements und so. Da hat nicht ganz genug, um sie hier durchzusetzen. Wenn das in sein Runway in der Mainbase, der versucht, sie noch irgendwie durchzuschleichen, wird aber Stück für Stück zerstört. Die letzte Roach, die fällt. Wir sind bei 56 zu 61 Worker. Also es ist Solar trotzdem mit einem Mining-Vorteil, den er sich da erkämpft hat. Trotzdem hat Rainer gerade noch die bisschen bessere Bank, denn Solar hat auch mehr Ressourcen verloren in der Zeit. Man sieht, dass 62 zu 37 Roaches gesniped in den letzten 3 Minuten. Dafür gibt es hier den nächsten Runway und der geht ein bisschen an die Drones. 2 Kills bisher gemacht, weitere Drones verscheucht. Da fehlt der Spore-Caller quasi an der dritten, der ist jetzt fertig. Damit werden die Roaches jetzt gesehen, der Overlord wird auch ein bisschen beschossen. Weiterhin, die Runbys sollen für Probleme sorgen. Dafür gibt es jetzt hier mal den ersten Konter. Der fährt aber durch den Overseer durch. Das heißt, das wird gescoutet. Das kann man abfangen. Da dreht man ab zur vierten Basis, die es inzwischen gibt. Die Roaches werden weiter verfolgt. Was man, die Roaches, die waren jetzt jedenfalls verfolgt. Die schnappen sich nochmal einen Ravager. Also sie versuchen sich noch, um irgendwie gewinnbringend einzusetzen, indem sie eine teure Einheit rausleiten. Und schaffen sogar auch den zweiten Ravager. Und die letzte Roach wurde noch kurz am Leben gelassen. Die Queen sollte den Fight, aber das wollen wir uns schaffen. Gegen die angeschlagene Roach. Zweites Carapace-Upgrade kommt für Rainer. Und natürlich, techmäßig geht es jetzt auch noch einen Schritt voran. Es kommt der Hive. Der wird aber erstmal geblockt. Auch da, die Contamination wird eingesetzt. Das geht auch auf das Gebäude, das sich versucht umzubauen. Da kann man natürlich auch Produktion blocken. Zudem spawnen währenddessen noch keine Larven automatisch. Der Queen-Check kommt trotzdem durch, aber das, was quasi natürlich spawnt, an der Hedge, das wird damit auch aufgehalten durch die Fähigkeit. Also das passiert am Hive währenddessen auch nicht. Bis das eben abläuft und dann geht das jetzt wieder weiter, der Fortschritt. Wie gesagt, ist einfach ein verdammt teures Spell. Aber wir haben einige Overseer auf der Karte, weil viele Roaches unterwegs sind, die da eine Gefahr darstellen. Da sieht man auch mehrere Frontline-Roaches, die sich bekämpfen. Der Trupp ist fightet erstmal gegen den Spinecaller, aber das wird er fast schaffen. Ne, zieht sich erstmal zurück. Das hätte er geschafft, den Spinecaller zu knacken. Wenn das denn hier wird die Armee zurückgedrängt. Und beiden kotzen sich gegenseitig Roaches tot. 51 zu 74 Kills da bisher auf die Roaches gemacht. Mehr Upgrades kommen, nochmal mehr Drones werden gejagt. Hier und da 55 zu 58 Worker gesamt. Jetzt muss Solar hier mal verteidigen. Tatsächlich muss er gleich komplett verteidigen. Rainer schaltet jetzt gesamt auf Angriff über und geht aggressiv nach vorne. Macht hier Druck an der Rampe hier und auch Richtung vierte Basis. Versucht wieder durchzuarbeiten. Ravager-Anzahl ist 6 zu 5. Roach-Anzahl ist 56 zu 45. Solar pumpt aber gerade nach und jetzt wechseln aber auch langsam beide in Hydras. Hydras haben die bessere DPS, halten natürlich weniger aus. Damit muss man auf die ein bisschen aufpassen. Aber sie schießen, wenn sie ihre Upgrades haben, auch easy aus der zweiten Reihe. Das heißt, man hat die Roaches vorne als Front und die Hydras dahinter als Damage-Dealer. Und damit hat man einen deutlich angenehmeren Fight. Und man hat jetzt endlich Anti-Air mit dabei. Stabile Anti-Air, die es schafft, diese Overlords zu snipen. Das heißt, die Vision wird gleich für beide Seiten deutlich komplizierter. Das hängt davon ab, wer besser die Position ergreifen kann. Und aktuell ist das Solar, der sich rausbewegt und dabei schon mal einige Overlords kaputt macht. Dafür trifft ihr nochmal auf eine ganze Wand an Roaches von Rainer, der sich da reinschiebt. Versucht mal ein paar Kills zu machen. Aber es sind bereits einige Overlords aufgelöst worden. Das wird nochmal ein paar mehr, wenn die Hydras überall ankommen. Dafür geht es hier nochmal rein mit den Roaches. Spinecaller sind da, Sporecaller sind da. Diese Roaches werden relativ schnell empfangen. Sie versuchen nur den Spinecaller mitzunehmen. Das tun sie. Das kostet trotzdem auch einige Roaches. Wobei zu diesem Zeitpunkt sind die Roaches nicht mehr die krassesten Units. Die werden jetzt eher umgebaut auf andere Units. Man sieht das nämlich auch. Die Lurker sind mit dabei und werden auch upgegradet auf beiden Seiten. Also das Game entwickelt sich fließend. Während gefightet wird, geht es auch im Tech voran. Economy-technisch 62, 57. Jetzt hat Rainer wieder ein bisschen Mining-Vorteil. Generell hat Rainer aber immer noch besser getradet die letzte Zeit. Wir sind bei 9500 zu 12.000 Resources lost. Ein paar Overlords jetzt weniger. Das heißt, die Vision etwas mehr eingeschränkt. Trotzdem, Rainer lässt sich nicht so leicht hier aus der Bahn werfen. Die Lurker sind jetzt aber ein großes Problem. Man muss jetzt deutlich mehr aufpassen, wo man tatsächlich fightet. Und somit kommt die Antwort für die Lurker. Vipern auf beiden Seiten. Also, sie skalieren wirklich parallel hoch. Plus 3 Missile Attacks, dafür auch plus 3 Carapace kommt direkt. Rainer hat dann gleich komplettes 3-3er Upgrade Set. Und Nydos Netzwerk kommt bei Solar, um für noch mehr Chaos zu sorgen, noch mehr Angriffe zu sorgen, noch mehr Runbys, die er da machen kann. Nimmt auch noch mehr Overlords hier raus. Rainer hat aber genügend Puffer, ist nicht Supply-Block die ganze Zeit. Und findet hier dafür mal einen Fight auf ein paar Hydras. Ja, Supply Set die ganze Zeit auf 200. Halt immer, wenn man was verliert, baut man was nach.
Einheiten werden da ersetzt. Hier gibt es nochmal einen Runby für Rainer. Wir haben inzwischen eine Basis Nummer 5. Zumindest bei Sola. Rainers 5. braucht noch ein bisschen länger. Die von Sola ist hier schon fertig, aber die kriegt das gerade besucht und die wird ein paar Drones fliehen, weil Sola ist überhaupt nicht in Position mit seiner Armee dafür. Er ist ganz, ganz woanders, weil er versucht eigentlich gerade offensiv zu sein. Also der Runby erwischt ihn ein bisschen. 5 Drones bis er verloren. Die Roaches wollen einfach weitermachen. Dafür gibt es jetzt den Nydus als Antwort hinten rein in die Main Base von Rainer. Das geht wirklich. Oh, da findet man aber die Lurker. Die sind out of position, nicht eingegraben. Und der letzte wird auch noch angezogen. Das ist teuer für Sola, weil er zurückgegangen ist, um hier die Roaches rauszunehmen. Hat er seine Lurker offen stehen lassen. Dafür wird der Nydus fertig. Aber bis das Nydus drin ist, natürlich das Problem. Bisher ist nichts drin im Nydus. Das heißt, der wird nicht wirklich was bringen. Da kommen immer noch keine Netze raus. Nein, der Nydus-Netzwerk. Er hat bisher überhaupt nichts gebracht, stattdessen ist der Fight hier schief gelaufen mit den Lurkern. Jetzt ist Rainer hier am Start und kann die 5. Basis mit seinen eigenen Lurkern bedrängen. Die neue gemorphten Lurker zieht das sofort ran, versucht zumindest die Bridge zu snipen. Gelingt ihm auch ein bisschen, die Hedge ist in Gefahr. Der Nydus wurde abgewehrt, die Hydras stehen einfach drum. Also Sola hat ein bisschen den Überblick verloren, was gerade wo rumsteht. Von ihr versucht jetzt hier erstmal die Lurker loswerden, das tut er auch. Aber die Basis ist bereits Geschichte und damit ist sein Mining doch wieder etwas mehr eingeschränkt. Zu dem eben die Verluste, die er kompensieren muss. Jetzt sind wir bei 17 zu 13.000 Ressourcen. Rainer startet den nächsten Angriff jetzt hier auf die Natural. Das sind die nächsten Lurker, aber die sind eingegraben. Die können fighten. Die schlagen zurück. Ein paar davon werden gesniped, aber nehmen auch einige Roaches mit. Next Nydus kommt wieder in der Mainbase. Weiter geht die wilde Fahrt mit den in diesem Game generell hier. Also es ist egal, es muss immer was los sein zwischen den beiden. Die Queen im Alleingang gegen den Nydus. Jetzt scheint was drin zu sein. Ja, Lurker sind drin. Damit ist es ein sehr tödlicher Nydus. Und Lurker, Nydusse sind einfach nur eklig viel Damage mit plus 3 Missletex. Dafür wurden hier ein paar Hydras gefunden, da gab es den nächsten Angriff. Da versucht Rainer das mit seinen Lurkern defensiv zu managen, das tut er auch erstmal. Das muss in den Griff kicken mit den Vipern, Blinding Clouds und Abducts. Aber nein, die Lurker schaffen sie in den Nydus, damit sind sie erstmal safe. Nydusse werden aufgeräumt, 7 Drones wurden gesniped, die Basis bekommt immer noch Ärger, die Static Defense fällt auseinander. Die Lurker hier müssen sich erst noch einbuddeln, das gilt jetzt gleich für beide Seiten. Und es ist Sola, der zuerst einbuddelt, das heißt, er hat den Vorteil im Schaden und er nimmt den Base von Rainer raus. Und die Drones wäre auch noch mit dazu, wenn die hier durch die Lurker Stacheln fahren. Blinding Clouds, Abducts. Da gibt es den großen Ärger. Sola arbeitet sich hier voran. Jetzt kommt die Antwort von Rainer mit seinen eigenen Units. Beide traden sich darunter, muss man sagen. 7 Lurker zu 4. Es werden aber immer noch weniger. Und 28 Drones sind gestorben. Also Rainer hat nur noch 31 Worker übrig. Er hat noch ein bisschen Geld auf der Bank. Er hat dafür 110 Army Supply. Also es ist einiges an Army Supply da. Versucht euch hier diesen Trupp noch irgendwie klein zu kriegen. Nochmal einen Abduct. Den Lurker nochmal gesniped. Weitere 4 Lurker hängen hier allerdings ab. Trotzdem, der Trupp soll aber bezwungen werden mit den Roaches, die man übrig hat. Und jetzt aber Rainer kommt nicht weiter, die Lurker haben die Position, die neue Basis läuft noch nicht vollständig und die Basis ist ja jetzt Geschichte. Die wurde ausgeschaltet, währenddessen hat Sola seine Base hier nachgebaut. 53 Drones, also er hat jetzt deutlich, deutlich das bessere Mining. Das ist massiv geschwungen in der letzten Minute, seit diesem Hedge-Snipe und den ganzen Drones, die zerlegt wurden. Trotzdem, Rainer hat eben noch eine Masse, mit der er kämpfen kann, wird aber nochmal eine Base verlieren. Er versucht drum zu kämpfen, die Hedge aber ist schon Geschichte. Dafür waren die Lurker hier ein bisschen out of position gefunden. Ohne größeren Support, 2 Lurker schon mal weg, der Lurker wird auch nochmal rangezogen, auch der ist weg. Und Sola opfert hier einiges seines eigenen Supplies, um diese Hedge zu snipen. Und 2 Drones mit dazu. Es gibt einen Counter-Runby von Lurkern hier rein. Es gibt wieder einen Nydus in die Mainbase in der Ecke, wo tatsächlich Rainer gar nichts sieht. Wo er gar nicht sieht, dass der Nydus hier abgeht. Also das könnte ihn jetzt sehr, sehr eklig erwischen. Da verwischt er gerade Sola hier sehr, sehr ekel, weil die nächste Basis kriegt die Probleme. 8 Drones bereits disabled. Beide Basen sind untätig. Beide Basen sind offline. Und von Sola kommt das GG, als ich hier nochmal einen Fight erwische. Da springen wir tatsächlich nochmal einen kurzen Satz zurück. Weil, wie man sieht, das waren Hydras tatsächlich, die komplett blockiert wurden. Da hat sich Sola ja ausspielen lassen und dann hat er einen wichtigen Teil der Armee verloren. Und auch wenn er noch mehr Mining hatte, inzwischen hat sich das auch wieder gedreht. Und Rainer hat eben noch die viel, viel, viel größere Armee. 130 zu 40 Army Supply. Und Rainer macht dann am Ende das 1-0. Er kriegt selber Schwierigkeiten, aber diese Map war ja actiongeladen, 18 Minuten durchgehend fast. Wir hatten ein bisschen Umstellungsphase, Vorbereitungsphase, aber dann die letzten Minuten sind ja bei ihm komplett eskaliert. Mit Aktionen ohne Ende haben wir ja, die waren ja überall. Wir haben ja den Nydus hier wieder, der hat gerade in diesem Moment gespawnt, wie man sieht. Kam da schön gerade aus dem Boden raus und es gab hier überall Probleme. Also keiner hatte eine ruhige Zeit in diesem Game. Beide haben einen Haufen Zeug verloren. Aber Sola hat am Ende mehr verloren und eben die kritischeren Fehler gemacht, mit dem, wo seine Armee out of position erwischt wurde. Und damit hat Rainer die 1-0 Führung. Weiter geht's auf der zweiten Karte, Golden Aura. Beide bauen schon mal eine Drone und auch einen Overlord. Also den frühen Pool kriegen wir hier nicht. Gibt ja einige Optionen vom 12er Pool, dem 14er Pool. Und dann das Ganze mit Speed Upgrade kann man es noch kombinieren. Kritisch. Aber frühe Roach Attacks haben wir im ZVZ nicht wirklich. Dann auf Two-Base gibt es einige Optionen mit Nydus, mit Mutalisken, mit eben den Roaches, mit den Lingen, die wir ja schon gesehen haben. Optionen sind einige auf jeden Fall, die man zur Verfügung hat. Mal gespannt,
wie sich das jetzt weiterentwickelt, nachdem das erste doch irgendwie sich zu einer deutlich längeren Schlacht entwickelt hat. Das hat sich irgendwie so hochgeschaukelt zwischen den beiden. Aber da kann... Ein Move kann halt sehr schnell sehr flirren am ZVZ. Das kann sehr schnell außer Kontrolle geraten. Aber hier erstmal entspannter Start. Hedge first für beide Seiten. Machen sich jetzt da nicht den großen Ärger direkt, sondern erstmal abwarten. Erstmal den Grundaufbau erledigen. Overlords sagen sich kurz Hallo. Phasen durcheinander durch. Das ist ja lustig, wenn man Kollision mit feindlichen Einheit hätte bei den Overlords. Wenn die dann aneinander kleben bleiben und sich nicht weiter bewegen. Wäre deutlich mehr Aufwand. Wäre schon irgendwie lustig. Aber gut, haben wir in dem Fall nicht. Was wir haben, sind die Spawning Pools. Dann wird es die ersten paar Länge geben. Da ist jetzt 2 Stück oder 4 Stück. Unwahrscheinlich, dass jemand direkt eine Masse an Linge baut. Dass die nächste größere Lingmasse kommt dann in Kombination mit dem Speed Upgrade. Und da beide Vespingas sammeln, sollten sie das auch dazu holen. Ja, Overlords schleichen nach und nach in Position. Zweite Basen sind fertig. Queens werden gebaut. Und damit warten wir jetzt eben auf die ersten kampffähigen Einheiten. Dann die ersten Injects. Der Larvenhaushalt ist immer ein ganz wichtiges Thema. Die Injects müssen eigentlich immer direkt da sein. Sobald verfügbar, muss injected werden. Je später die Larven da sind, umso später kann man Einheiten bauen, umso später ist alles andere. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil der ganzen Timings, die man in StarCraft 2 hat. StarCraft 2 ist in seinem Grundsatz sehr Timing-fokussiert. Also gut, erstmal die Stufe 1 ist, wenn man StarCraft 2 wirklich anfängt zu lernen, dass man die Mechaniken drin hat und das Makro drin hat. Aber wirklich, das muss einfach sehr gut flowen. Und dann muss man an den Timings arbeiten, weil wirklich die Timings wahnsinnig viel bewegen. Wann etwas aufschlägt, macht einen bedeutenden Unterschied. Da können wirklich 10 Sekunden ausschlaggebend sein. Und bei manchen Momenten können auch wirklich Bruchteile von einer Sekunde ausschlaggebend sein. StarCraft ist da ein sehr schnelles Spiel, was das betrifft. So, da geht's los mit den Lingen hin und her. Da war einer Scoutling an der dritten Basis. Also das Comet Scoutling zur dritten Basis, da war ein Scouting, der reingegangen ist in die Mainbase. Das war eigentlich das, was mein Hirn irgendwie nicht zusammenbekommen hat. Beide gehen wieder auf Spaniers. Dieses Mal erstmal einen ganzen Satz Drones von Reyna. Also die Ling-Flut gibt's dieses Mal nicht. Die Ling-Baning-Phase wird quasi nur vorbereitet für alle Fälle. Dass man eben Baninge hat, falls man sie braucht. Aber an sich wollen die beiden nochmal mit mehr Economy weiterspielen. Im ersten Schritt. 34 zu 31 Worker. Da haben wir dann Evolution Chamber auch schon mit dazu. Das Pinkas wird weiter gesammelt, wurde noch nicht für Baning verwendet. Das heißt, man könnte das dann auch schneller verwenden für Leertech. Wobei das nächste Vespingas fließt erstmal ins Upgrade. Schön, wie sie auch voll synchron sind, so ziemlich im Vespingas. Gut, jetzt mit dem Plus 1 Missattacks wurde das ein bisschen aus der Synchro gebracht. Wenn man hier nochmal 100 Vespingas ausgewirkt, sieht dann ein bisschen besser. Aber jetzt kommen dann auch die ersten Baning, bis der erste Baning kommt. Und dann kommt ein Roach worden für Reyna. Der Link wird abgefangen an der Rampe. Ja, das Missattack ist unterwegs für Sauna. Roachhorn kommt jetzt. Also wenn es schon baut, irgendwann wird dann der Roachhorn kommen. Das ist völlig außer Frage. Man upgradet nicht für das, was man nicht baut. Dann geht's hier in die Roach-Phase direkt. Also Link-Waiting-Phase skippen wir dieses Mal. So ziemlich ein paar Linge sind da, aber das ist ja nicht wirklich viel. Den wird jetzt nicht so viel angestellt. Es geht dann eben in die Roaches und für Reyna geht es auch schon in den Leertech. Da kommt dann auch ein wichtiges Upgrade, das auch timingtechnisch wichtig ist. Das wäre Roach Speed. Tatsächlich, wenn der Fight draußen stattfindet und man hat selber Roach Speed und der Gegner nicht, man kann dem so viel kaputt machen, wenn er versucht zurückzuschleichen. Dabei kassiert das sehr viel Schaden. Eventuell verliert er einige Roaches und das kann den ganzen Fight dann auch schon zur Katastrophe werden lassen. Aber erstmal gibt es einen ganzen Satz an Drones für Reyna. Der ist schon bei 5 mehr als sein Gegner und legt nochmal 10 oben drauf. Dafür Solar geht jetzt in die Roach-Produktion. Also da trennen sich jetzt die Wege deutlich. War schon beim Leertech der Fall. Und jetzt Solar macht also einen großen Hatchery-Tech-Angriff mit Roaches. Mit dem Plus 1 kombiniert. Plus 1 Missattacks soll da mit dabei sein. Reyna wird ebenfalls Plus 1 haben, aber die Frage ist, hat er genügend Units? Sieht das mit dem Link auf jeden Fall, dass einige Roaches da sind. Das sollte schon die Alarmglocken losgehen. Er hat auf jeden Fall ein paar Roaches unterwegs. Zwei Drones sind noch da, aber der Rest werden jetzt eigentlich nur noch Einheiten sein. Er versucht auch eine vierte Basis. Mal sehen, ob das alles funktioniert. Wie man sieht, immer noch mehr Units für Solar. Der wartet auf seine Missile-Attacks und dann
geht jetzt die Party los. So viel Zeit darf er nicht verlieren, weil er genau weiß, die Zeit arbeitet in dem Fall gegen ihn. Der Gegner hat mehr Economy. Und bei jeder Sekunde, die jetzt verstreicht, bekommt Rainer mehr Geld rein. Aktuell hat aber Solar doppelt so viele Armies geplant. Das möchte er eben nutzen, um Rainer hier im besten Fall den Todesstoß zu versetzen. Im Normalfall einfach kritischen Schaden zuzufügen. Den das Game wieder zurück in eine ausgeglichene Position oder sogar natürlich eine bessere Position für Solar bringt. Die vierte wird sofort gecancelt, weil er weiß, die kann er sowieso nicht halten. Spinecrawler sind auch 4 Stück sogar unterwegs. Die brauchen halt ewig. Die sind immer noch nicht fertig, sind nicht mal halb fertig. Der erste Fight geht schon mal los. Rainer hat die bessere Reinforcement Line, hat ähnlich viele Roaches schon. Mr. Tex ist eben auf beiden Seiten da. Ansonsten gibt es kein Upgrade, das irgendwie noch eine signifikante Rolle spielt. Die Queens sind mit vorne dabei. Bei einigen sind auch teilweise Rainer mit am Start. Die Linge wollen sie jetzt hier durchquetschen. Die Roaches quetschen sich näher an. Jetzt sind die Spinecrawler da. Jetzt gibt es zusätzliche Vorunterstützung. Jetzt wird aber fast komplett gesniped von den Ravagern. Er lebt gerade noch so. Und kann damit ein bisschen weiterkämpfen. Der Spinecrawler in der Netzspiel ist jetzt auch gleich fertig. Die Roaches aber kotzen sich hier weiter ran. Rainer versucht da irgendwie seine Verteidigung zu managen. Er hat jetzt keine Queens mehr. Das heißt, Injects kommen jetzt auch nicht mehr mit dazu. Sondern er muss mit den Larven leben, die er irgendwie gerade so aus den Netzspiels bekommt. Den Injects, die er gerade noch am Laufen hat. Er versucht da irgendwie diese Armee klein zu traden. Und er gibt sich wirklich viel Mühe. Die Spinecrawler hauen weiter drauf. Da fällt einer der Ravagers. Sind nur noch 3 Stück. Da kommen jetzt Roaches von der Seite. Die Linge hier warten von den Roaches aufgesammelt. Und Solas Push geht hier die Puste aus tatsächlich. Der schafft es nicht hier durchzubrechen und damit kommt auch tatsächlich direkt sein GG. Denn Schola war da nicht an der Transition interessiert, sondern hat sofort gesagt, nee, entweder ich mach dich jetzt hier fertig oder ich muss quasi irgendwo vernünftig durchbrechen. Er wollte quasi die dritte brechen, wäre sein Gedanke gewesen. Aber das hat er nicht geschafft. Also Rainer hat die Verteidigung so in die Breite gezogen, die Spinecrawler mit ausgeholfen und konnte so viel nachproduzieren, dass Solar eben seinen Vorteil nicht lange halten konnte und dann mehr und mehr zurückgefallen ist. Und da kommt eben natürlich auch das mit dazu, dass die Reinforcements über die Karte etwas brauchen. Man sieht, da wären noch ein paar Linge. Er hat ja generell Linge gebaut, weil die das schnellere Reinforcements sind. Aber so viel kam für Solar dann auch nicht nach. Und vor allem eben sein Trupp hier konnte sich nicht durchsetzen. Hat ein bisschen zu lange gebraucht. Und somit hat Rainer hier aus dem 1-0 jetzt das 2-0 rausverteidigt. In dem Fall wirklich komplett eine Defensive. Der Offensiv gar nichts gemacht eigentlich. Einfach sehr viele Drones. Und davon hat auch einen Schwung verloren. Aber das war trotzdem noch, man sieht, er wäre trotzdem 10 Drones vorne. Also damit Matchball für Rainer. Weiter geht's auf Amphion. Das ist die schöne Nord-Süd-Verteilung. Also die Karte lässt sich sehr schön falten. Und natürlich 2-0-Führung, damit Matchball für Rainer. Relativ kurze Luftdistanz. Also man kriegt den Overlord recht schnell zum Gegner rüber. Man sieht, die beiden driften ein bisschen zur Seite, was die Overlord-Position betrifft. Man kann ja trotzdem quasi so einen Zickzack-Weg laufen, um da durchzukommen. Weil hier ist erstmal der Müll vorne dran. Diese Debris auf beiden Seiten und die Mineralienblockade. Da kommt man noch nicht direkt durch, dass dieser Bereich ist aktuell noch nicht bespielbar. Es dauert eben noch, bis das quasi freigearbeitet wird. So, wir kriegen hier unterschiedliche Openings, nämlich eine 14er Hatch für Rainer. Also baut die frühe Hatch tatsächlich. Macht auch entsprechend den Extraktor-Trick. Hat natürlich das Timing dann schneller, aber dafür der Drone weniger. Fliegt also jetzt ein bisschen Geld. Hat dann aber schneller mehr Larvenproduktion. Soll er mit der 16er Hatch. Rainer dann aber auch. Er holt sich seinen Spawning Pool. Spingas hat er keins. Overlord ist da. Das Hatch Timing eben. Die ist jetzt dann halb fertig. Die hingegen 25%. Also es sind so 15 Sekunden, was man Unterschied hat. Dann leuchtet einmal die Symbole dort runter durch. Von diesen Brettern. Ist das das Muster? Das darf man mit durchleuchten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil eigentlich haben die Bretter das Muster auch nicht. Also irgendwas leuchtet auf jeden Fall ein bisschen durch. An der Stelle. An der Hatchery. Auf der Seite ist es genauso. So, Overlords eben sind angekommen auf der gegnerischen Seite. Ist auch cool, wie die Reaper-Kante hier quasi markiert ist. Sehr auffällig markiert. Aber es gibt hier keine Reaper. Die Kante ist tatsächlich nicht relevant für uns. Und wir haben jetzt eben Hatch Pool fertig. Bei Solar Rainer ist schon ein bisschen fertig. Hat eben auch die Queen schon unterwegs. Also ja, 10 Sekunden sind es in etwa. Gar nicht mal so viel an Timing-Vorteil. Er ist Drone Tennis jetzt auch nicht wirklich groß hinten. Aber man merkt schon ein bisschen die Auswirkung dadurch. Das wird sich jetzt aber dann wieder ein bisschen anders einpendeln. Denn wie gesagt, er hat früher die zusätzliche Larve. Das ganze Drone Timing verschiebt sich jetzt ein bisschen zwischen den beiden. Es wird nicht komplett synchron sein. Nicht mal ansatzweise. Sind direkt aus der Synchronität gefallen. Rainer macht mal was anderes. Und wie man sieht, Solar geht auf sein Linkspeed. Rainer, sein Vespingas sammelt sich da gerade noch. Mal sehen, ob es dann auch eine Creep-Verbindung herstellt. Das haben wir bei Solar gesehen in der vorigen Karte auch, dass er seine Basen versucht schon mit Creep zu verbinden, dass die Queens schneller von A nach B kommen. Und ja, dann wäre hier außen Basis Nummer 3 potenziell.
generell davon, wie man das sortieren kann. Weil gerade die Basen nach vorne sind dann schon relativ nah beieinander. Gerade wenn eben die zusätzlichen Wege aufgemacht werden. Da wird die Map dann eine sehr wilde... Ah, genau, die Dinge sind durchgeleuchtet. Okay, die sind auch erhöht. Darum leuchten die durch. Die Hedge-Platzierungsmarkierungen. So, die Dinge gehen einmal rein. Werden dann abgefangen. Sehen zumindest, dass es hier kein weiteres Spinkers gibt. Sehen Evolution Chamber. Sonst nicht viel mehr Informationen reinbekommen. Da gibt es Creep und da gibt es den Weg. Okay, die dritte soll die hier drüben werden. Damit arbeitet man sich aber auch da rein, in das Gebiet, das bisher eben verschlossen war. Der Oder sieht das auch, also Solar weiß Bescheid, dass das passiert. Sieht, dass da Drones dran arbeiten und er sagt, gut, dann wird es Zeit, dass wir einen neuen Weg erschließen zwischen uns. Damit kann man jetzt hier gleich durch, von der einen Seite zur anderen. Es sind auch schon ein paar Linge bereit. Da sind Mistletex unterwegs für Rainer, Roachvorn unterwegs für Solar und Solar startet den ersten Angriff. Man kommt eben von der Seite, Rainer hat auch da einen Overlord. Also der weiß Bescheid, aber er hat da gerade nichts da, um da groß verteidigen zu können. Ist der Hedge damit in, ja, eigentlich nicht mehr rettbare Position. Er lässt extra die Mineralien so zu, dass die Linke da nicht durch können. Aber die Drone verliert er, die Hedge verliert er. Das funktioniert nicht. Hat gehofft, dass er da damit durchkommt. Ja, da schaffen es die Linke im Leben nicht durch gegen vier Queens. Die geht zurück, weil die muss in den Incheck setzen. Deswegen laufen die Queens da wieder zurück. Man hat nicht so viele Queens, also nicht, dass man irgendwas auf Vorrat hier hätte. Vier Queens zu zahlen ist aber trotzdem ein Unterschied. Und hier wird komplett dicht gemacht von Raider. Mit Doppel-Evolution-Chamber und Roachhorn. Also er will unbedingt in die Richtung sich erweitern. Nachdem er sich den Weg hier komplett zugemacht hat. Auf der anderen Seite Solar nimmt die Basis eben hier nach außen. Hat die Roaches da. Beide gehen jetzt auf den Leertech. 47 zu 36, weil Raider hat verdammt viele Drones. Kann er sie nutzen. Momentan geht das noch. 44 ist noch okay. Da kommen jetzt aber auch schon drei Spinecrawler. Also da fürchtet man den Angriff. Da kommt auch was. Da kommen nicht die Roaches mit dazu. Also Solar versucht jetzt auch zu pushen. Jetzt kommen natürlich nicht viel hinter seinem Gegner. Er muss sich halt wirklich erstmal durch diese Engstelle durchquetschen. Das ist mega mühselig. Ja, die Roaches sind da besser, weil die ja, können zumindest mal angreifen. Man sieht, die Dinge blockieren sich dagegen. Sind trotzdem Inchecks. Nicht Inchecks, Entschuldigung. Consus sorgt dafür, dass man mega viel Zeit braucht und... In der Zeit kann Ray natürlich mehr Einheiten bauen, seine Spinecrawler fertig werden lassen. Also ich sehe eigentlich nicht, wie Solar hier durchbrechen möchte. Er versucht gerade noch trotzdem, jetzt hat er das abgebrochen und auf Drones umgeschwenkt, weil das nichts... Er hatte die dritte Basis als Vorteil. Er kann es sich da leisten, eine dritte Basis direkt zu bestücken und mehr Geld daraus zu generieren. Währenddessen geht es auf Road Speed für beide Seiten. Leertech ist da, Overseer wird gemorpht. Carapace Upgrade kommt dann noch für Solar, also Carapace Upgrade kommt als allererstes für Solar, er hat noch keinen Missile-Attacks. Und hier wurde das in die Evolution Chamber jetzt geknackt, damit man an die dritte Basis rankommt. Man kann hier theoretisch einen Spinecrawler, hat auch schon gemacht, einen Spinecrawler reinstellen, um die Lücke zu stopfen. Wieder ein Spinecrawler, um die dritte Basis zu schützen. Mr. Dex 2 kommt dann schon für Rainer, was das deutlich bessere Upgrade ist als Carapace 1. Gerade in der Roach-Masse. Roach-Masse wächst und wächst auch. Solar jetzt mehr Drones, hat die dritte Basis eben schneller an den Start gebracht. Das sieht eben, da hatte Rainer die mehr Drones. Da hat jetzt Solar eben zuerst die dritte Basis mit dabei. Die Länge versuchen es nochmal, treffen aber gleich auf den Spinecrawler. Kann man sie in dem vorbeibuggen? Normal liegt in der Position, glaube ich, nicht. Das ist zu abschließend. Kommt man, glaube ich, nicht durch. Trotzdem steht eine Roach mit dabei, dass man eben mehr Damage hat, um die Länge abzuwehren. Währenddessen geht es hier nach vorne mit den Roaches. Roach Speed ist gleich da. Und ja, Rainer hat jetzt eben in der letzten Zeit die Masse gebaut. 23 zu 11 Roaches, sind noch 24 Länge mehr dabei. Da kommt noch der Ravager Morph. Da kommt ein großer Ravager Morph, also da kommt ein ordentlich massiver Angriff. Hier stehen einige Overlords auch rum. Sehen, wie gut Solar das verteidigt bekommt. Ja, das Head Attack Carapace 1 und tatsächlich, doch, die Linge sind... Wie sind die Linge gerade durch? Sind die wirklich durchgekommen, wurden die gedroppt? Die sind da tatsächlich durchgekommen. Ah, die sind da durchgekommen. Ach, da ist sie einfach reingelaufen. Das ist natürlich der einfache Weg. Und da sind jetzt deutlich mehr Länge drin und Rainer ist mit seiner Armee weit draußen. Also hat nichts wirklich damals für die Verteidigung. Die Kim wird auch schon gesniped. Die Länge knabbern sich mehr Drones weg. Vier Kills gemacht und das ist ein richtig guter Counter-Deck. Und Solar geht auch hier direkt auf Attacke über. Also er dreht den Spieß um. Rainer macht sich bereit für den Angriff, wird aber dann angegriffen. Und jetzt muss er sich komplett neu sortieren und hat echt Schwierigkeiten dabei. Muss es auch die Roaches abwehren. Die laufen sehr aggressiv. Mega aggressiv. Okay, Solar einfach komplett auf Konfrontationskurs. Ist ihm herzlich egal. Hauptsache drauf ist das Motto. Und da kommen jetzt die Queens mit dazu für Transuses. Die Roach-Masse wird zurückgedrängt. 53 zu 58 Drones aktuell. 77 zu 70 im Army Supply. Das Missile-Attack 2 bis 2-1 kommt sogar für Rainer. Also Rainer hat gleich 2 Upgrades komplett vorne. Und Solar switcht auf einen Spire, interessanterweise. Will es tatsächlich mit ein paar Mutas probieren. Damit kann er die Overlords abräumen. Kann deutlich mehr eine geteilte Position quasi erzwingen.
dass es Splitmap wird, mehr oder mehr. Das sehen wir, wenn einer der beiden an die vierte Basis denkt. Drei Basen sind soweit aktiv. Rainer fehlen aber noch Drones, um die drei Basen vollständig nutzen zu können. Das ist ein Overseer mal mit dem Changeling Scout. Spire halb fertig zu dem Zeitpunkt und Solar sammelt Vespingas in Masse. Ja, hat die Vespingas die Räume dabei, man sieht bei Rainer. Er hat das Vespingas noch gar nicht aktiv. Aber wenn man Muthas bauen will, braucht man sehr viel Vespingas. Da kommt Basis Nummer 4. Also es geht weiter auf die nächste Base. Nächste Mineralienblockade. Mineralienschranke. Da ist auch, ich glaube, das sollte so nicht sein. Kann man da durch? Kann man da unten durch? Oder blockiert das? Ist das, da bin ich mir gar nicht sicher. Wie ist das hier drüben? Die hängen auch auf Myground. Die Mineralien hier. Das ist mir beim letzten Mal auf der Karte noch gar nicht aufgefallen, dass die Mineralien einfach schweben. Ich hoffe, wir kriegen das weggemeint, dass ich sehen kann, was die Worker da draus machen. Wenn sie jetzt in das Feld kommen. So, und jetzt sind die Mutalis unterwegs, nämlich 9 Stück. Aktuell hat Rainer eine ordentlich krasse Armee, aber das wird sich ändern, sobald die Mutas da sind. Dagegen die Mutas kann er nichts. Da muss er einfach den Schaden aushalten. Dafür braucht er selber dann mehr Antea. Aktuell wird sein Ravager da noch gejagt und zerstört. Soll hat auch eine ordentlich große Roach-Masse als Antwortarmee. Also da geht es ihm noch ziemlich gut. Auch mit dem Upgrade-Nachteil kann er dann noch durchaus fighten. Und wenn die Mutas mit dabei sind, wird das gleich nochmal ganz, ganz eklig für Rainer. Solar damit sollte in der Lage sein, die Map-Control komplett zu übernehmen. Die Mutas nämlich jetzt angekommen. Und ja, sofort geht's auf die Roaches, die zurückdrängen sollen. Keine Antia da ist. Antia besteht nämlich aus 4 Queens. Das ist alles. Direkt an den Queens kann man nicht fighten. Und man sieht, man kann die komplette Armee zurücktreiben. Und alles am Rand snipen, was irgendwie out of position steht. Auch eine einzelne Queen wäre möglich. Und natürlich die Drones sind ein lukratives Ziel. Die Roaches können sie auch weiter nach vorne schieben. Mainbase wird angegriffen. Das sieht man, der Gegner ist noch auf Leertech. Der Sporecaller wäre möglich, den zu knacken. Noch ist er nicht transusbar. Jetzt wäre der Transuse möglich. Kommt der Transuse? Nein. Oh, die Mutas. Im Moment unentschlossen. Das kostet Mutalisken. Es hätte Solar nicht passieren müssen. Aber er ist ja auch hier gerade am Fighten. Was für Stress sorgt, wie man sieht. Sogar die Rampe hoch versucht, sich Rainer zu quetschen. Was kein gesunder Fight hier ist für ihn. Solar hat trotzdem bisher mehr Ressourcen verloren. Und die Armee von ihm wird jetzt selber ein bisschen jemand genommen. Die hat jetzt keinen Fluchtweg. Jetzt hat Solar das Problem. Rainer quetscht sich da doch mit der Masse hoch und sorgt jetzt für die Probleme. Es legt einiges an Roaches. Nimmt da wirklich sehr viel mit. Supply am Ende 177 von 71 Mutas, kurz Snipen drauf, aber es sind halt nur noch 5 Stück von den 9, damit der Schaden quasi noch halbiert. Zumindest kann man den Ravager snipen. Und es ist ein Sporecaller da, um die Situation in den Griff zu kriegen. Wenn das hier nochmal Abfangkurs. Roaches fangen die ganze Roach-Armee von Solar ab. Der hat damit auch nicht gerendet, fightet etwas später zurück und kriegt den Ravager noch gesniped. Also viele Verluste auch für Solar, die jetzt ersetzen muss. Die Roach-Masse bewegt sich ihm weiter entgegen. Weil das Truppe ist da immer noch ziemlich stark, wie man sehen kann. Die Roach-Masse lässt sich von den Mutas nicht so sehr beeindrucken. Vierte Basis kam dann tatsächlich durch. Vierte Basis hier existiert schon. Nydus-Netzwerk kommt ein weiteres Mal, weil wir noch nicht genügend Action zwischen den beiden hatten. Wird Zeit für eine Stufe mehr. Gerade mit den Mutas, wenn man die Gegner-Schnupplers wegnimmt, hat man einfach komplett die Möglichkeit, Dinge zu tun, ohne dass der Gegner das mitbekommt. Das ist sehr schön. Hier wird aber das Plus-Zermistetext nochmal angehalten. Die Contamination wird draufgesetzt. Weil das hier der Oblord findet ein Ende. Der Oblord, der kann zurückfliegen in die eigene Base, aber damit auch keine Vision mehr da. Man sieht, Rainer sieht noch hier was mit dem Ovi und mit seinem Overseer ganz vorne, der gerade auch weggespuckt wird von der Queen. Also, Rainer's Vision quasi nicht mehr vorhanden. Da vorne der Oblord halt noch. Ne, hier draußen noch ein. Er hat 2 Ovis noch im Einsatz. Und die Mutas sorgen dafür, dass der Nydus gesetzt wird. Und der Nydus ist nicht in Vision von Rainer, der parallel auch hier den Angriff bekommt. Da wagt sich Solar sehr, sehr weit hoch und da wird ihm wieder ein bisschen der Weg abgeschnitten. Hat sofort Probleme, aber jetzt ist der Nydus natürlich drin und der sorgt für die großen Schmerzen. Mainbase wird angegriffen, Drones in Gefahr. Next Nydus kommt direkt da, wo der große Fight gerade stattgefunden hat. Die Queens versuchen zu verteidigen. Die Roaches kommen angerannt, so gut es geht. 8 Drones sind down. Rainer wirklich mit Krisenmanagement. Den Nydus kann abfangen. Da hat er die Kontrolle drüber. Die Roaches fighten jetzt gegen ihn. Er versucht, den Highground hochzuquetschen. Das trifft aber seine Ravager ziemlich schwer. Da verliert er alle 4 davon, wie es aussieht. Erstmal 3 davon, trotzdem nur noch eine übrig. Die Queen wird noch gesniped. Die Roaches traden sich runter. Der Nydus wird als Reinforcement-Punkt verwendet. Damit auch schnelles Reinforcement hier für Solar am Start. Und somit kann er den Fight um die Mainbase eventuell sogar gewinnen. Das sieht sehr gut aus. Er kann da doch, wie es den Anschein macht, wenn das geht, Rainer auf einen Lurker denn. Aber seine Mainbase ist verloren. Seine Mainbase ist down. Er flieht die komplette Basis, startet jetzt den Counterattack auf die Netzspur und auf die dritte Basis von Solar. Also ja, das Game ist wirklich am komplett eskalieren. Die Roaches können jetzt hierbei mit dem Nydus schnell wieder zurück, um schnell in der Verteidigung aushalten, solange das Nydus-Netzwerk noch lebt. Das Nydus-Netzwerk ist an der vierten Basis, genau. Das ist an der vierten Basis, da kommen jetzt die ganzen Roaches. Das heißt, jetzt ist Rainer auch gleich eingespart. Versucht jetzt aber noch die Netzspell zu snipen. Ne, versucht jetzt hier draus zu quetschen. Und Rainer, da ist er auf Move Command, da wird er komplett zerpflückt. Der Mainbase kann noch ein bisschen mehr Schaden machen. Er hat 14 Drones mitgenommen. Tatsächlich, Worker Count ist erstaunlich ausgeglichen.
54 zu 53. Lurker war gemorpht für den Spieler in Rot, der gerade sich noch um den letzten Nydus in seiner Base kümmert, der jetzt auch weg ist. Die Lotus flirt aber alle. Aber Rainer kommt am Ende deutlich schlechter weg. Ihm fehlt die komplette Main Base. Er hat noch einen Mining-Fort, aber sobald Solar das 50 sortiert hat, er hat die dritte verloren. Okay, ist auch nicht ganz so geil. Die Basis ist ihm dann doch draufgegangen. Tatsächlich hat die Raiders, glaube ich, geschafft, das noch die Natural zu snipen. Also, wenn ist die Mining-Situation doch gut, Rainer. Ich habe tatsächlich nicht gesehen, dass die dritte down ist. Was halt jetzt halt noch ein Problem hat, er hat mehr Army-Supply verloren. Er muss jetzt gucken, dass er das mit den Lurkern irgendwie verteidigt bekommt. Er hat drei Stück davon. Die können sehr viel Schaden machen, aber können auch natürlich hart überrannt werden. Es sind nicht so viele Lurker und es sind 56 Roaches auf dem Feld für Solar, der jetzt auch einfach aggressiv nach vorne geht. Aber Hold Position und er hat den Overseer nicht direkt mit dabei. Da kommt der große Stachelschaden. Die Lurker machen genau das, was sie tun sollen. Sie machen richtig Fett Damage. Und der Roach-Ball wird deutlich, deutlich kleiner. 27 zu 40 Roaches plötzlich nur noch. Und Hydra sind auch mit drin. Rainer, der hat hier und da ein bisschen mehr DPS. Ab jetzt sind gleich mit 2-1. Die Lurker sind immer noch 2 da. Da hat er gehalten. Man kann die Lurker anweisen, nicht anzugreifen, bis man eben das umschaltet. Und genau das ist der Fall gewesen. Man hat die Roaches sehr tief aufs Gebiet gelockt und dann maximal den Stachelschaden ausgenutzt. Entsprechend Schaden. Er ist tatsächlich nur 51-49%, aber das sind auch schon die letzten 5 Minuten aufsummiert, weil der Fight einfach nicht enden will. Drum rechnet der Battle Report einfach immer weiter und weiter und weiter. Seit Minute 9 ist es schon am Hochrechnen, weil hier ständig was läuft zwischen den beiden. Ja, hier gibt es den nächsten Weg, der aufgearbeitet wird. Da ist aber noch die Mineralien ein bisschen im Weg. Und die Roaches hier in der Mainbase waren von den Mutas angegangen. Die letzten Reste der Mainbase platzen da bald auseinander. Der Spawning Pool und der Sporecrawler. Wir lassen hier die Armee trifft noch aufeinander. Close Supplies werden abgesetzt. Supply Damage Trainer ist gerade höher. Er ist fast maxed out. Mit 38 Roaches zu 44. Solar hat halt tech-mäßig nichts. Er ist immer noch auf Roaches. Und hat er den Spire? Den Spire hat er noch. Er könnte theoretisch Mutas nahelegen. Er hat ja die Mainbase. Kann er nochmal komplett den Rest wegnehmen, dass Rainer da gar keine Kontrolle mehr hat über die Basis. Aber hier arbeitet er sich dafür weiter voran. Da muss Solar ein bisschen aufpassen, dass er genügend Einheit hat, um das abzuwehren, was es auf ihn zustürmt. Da kommt nämlich so einiges und da sind eben auch Hydras mit drin für die Zusatz-DPS. Da sind einige Ravager von Solar auch mit am Start. Ravager-Anzahl ist aber trotzdem Rainer vorne mit 6 zu 4. Hat gerade nochmal einen gesniped gerade. Und hier kommt der Fight direkt auf sich. Frontaler Fight und Solar sieht da nicht gut aus in dem Frontalfight. Er hat natürlich einen ganzen Gruppe an Roaches, der nicht hier mitkämpft, sondern der hier versucht, den Natural anzugreifen. Aber da sind die Lurker wieder im Weg. Stacheln sich durch die Roaches durch. Und jetzt geht's auf die vierte Basis. Das ist die wichtigste Base, die Solar aktuell hat. Die will er eigentlich nicht verlieren. Und nein, da kommt einfach nur ein G, weil Solar nicht zufrieden ist, wie das gelaufen ist. Am Ende ist es nämlich hier das 3 zu 0 für Rainer tatsächlich. Und der sah Phasen dieser Map wirklich schon sehr, sehr angeschlagen aus. Aber am Ende, Rainer gibt die Schläge zurück, die er einstecken muss. Und teilt hier und da sogar ein bisschen mehr aus, dass Solar am Ende da zuerst auseinanderfällt. Und das nicht mehr in den Griff bekommt. Die Lurker haben ihm tatsächlich hart wehgetan. Bis er die Lurker-Stacheln kassiert hat, waren Amis bei denen schon mal deutlich besser unterwegs. Also hier, der Fight war dann blind in die Lurker rein. Das war eine Katastrophe für Solar. Ich denke, dass sie ihn auch hart geärgert haben. Am Ende hat er da eben 60 Roaches mehr als den Gegner verloren. Einen einzigen Lurker hat er bekommen. Und Schaden haben die am Ende sehr viel angerichtet. Die Mutas waren durchaus erfolgreich. Der Nydus hat dieses Mal geklappt. Die Mainbase rausgekommen. Problem ist halt, dass der Counter so viel bei Solar angerichtet hat. Aber ja, wildes ZVZ zwischen den beiden. Am Ende ist sogar Rainer mit 3 zu 0, dass er das gewinnt. Auch wenn die Maps nicht so eindeutig waren. Also das war deutlich chaotischere Situation als ein 3 zu 0, was man jetzt hier in der Serie sieht. Somit das ist mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.